Der Majid Park vor einem Schmuckstückchen. Carbon. Carbon, ja, genau, Carbon ist es das Simplon Chenoa mit Rohloff E14. Und wir haben gerade eben von Gudereit ein Rohloff E14 Rad gedreht. Allerdings mit Bosch Performance Line. Hier haben wir den Bosch Performance Line CX drin. 85 Newtonmeter maximal und das kann die Schaltung auch weg. Aber das Rad hier ist ein bisschen teurer, muss man sagen. Das andere war für, ich glaube, 4.399 Euro. Hier liegen wir bei UVP 8399. Bitte einmal zeigen rein, dass wir das sehen. Also 8399. Ist, glaube ich, aktuell bei uns 15% reduziert. 15% reduziert. Da ist eine RockShox-Federgabel mit drin. Das ist ein Tourenrad. Der Superlative, dass du die nächsten 15, 20 Jahre? Ja, 15, bestimmt 20 auch. Den Carbonrahmen leiert er nie aus. Ne? Du hast halt auch eine Schaltung, die ist Ich habe jetzt unzerstörbar. den ersten Carbonrahmen älter wie 10 Jahre. Also ich habe ein Fahrrad 2012 gekauft, damals noch in Wolfsburg. Und ist wie am ersten Tag und ist auch total verkratzt, weil ich bin damit richtig ins harte Gelände rein. Es fährt sich wie am ersten Tag. Also es ist, hat ja noch ein bisschen Flex, der Rahmen. Flex. Flex gibt der hinten noch ein bisschen nach, federt Carbon der noch ein kann, bisschen. ja, Carbon kann ja nicht nachgeben. Carbon ist ja sehr spröde. Und das ist das Besondere, wie du schon gesagt hast. Das Fahrrad, auch wenn du es 10 Jahre oder 20 Jahre hattest, ist wie am ersten Tag. Also der Rahmen ist nicht ausgeleiert. Genau das Gegenteil von Alu. Das Alu altert leiert ja auch aus. nicht, oder? Carbon, nein. Nein. Du kannst es ja unter der Erde vergraben und du kannst einen Alurahmen unter der Erde vergraben. Nach 300 Jahren ist dein Alurahmen weg. Der Kollege hier braucht ein paar Millionen Jahre. Ist ja super, das hören bestimmt gerne die Leute, die sich gerade festkleben. Gut, Carbon recycelt man dann auch anders. Ne? Das wird dann wahrscheinlich zerstückelt oder wie? Das wird quasi dann zerstückelt und das wird dann halt natürlich sehr oft bei Bremsbelägen etc. weiterverarbeitet. Oder auch im Straßenbau, das wird dann gemixt mit Asphalt. Es brennt nicht. Das ist also auch ein. Also man denkt ja, Kohlenstoff brennt so einfach, das ist gar nicht so einfach, das anzuzünden, oder? Nee, also du kannst hier einen Feuerstrahl hier hinhalten, das glüht dann. Wenn du es wieder wegmachst, ist da nichts. Ne? Mach mal. Ja, gut, aber die Matrix, also okay, war Spaß. Die Carbonfasern bleiben. Aber mein Duromer, der hier ausgehärtet ist, also das ist ja mein Harz, der würde noch verkohlen. Ne? So, und das Coole ist die Optik. Die haben das Rad nochmal verstärkt. Es sieht doch ganz gut aus. Was ist denn das jetzt für ein Einsatzpunkt? Für wen ist denn das Rad hier gebaut? Ist es für den Städtetourer? Für alle. Für alle, die jeden Tag mit dem Fahrrad hoch und runter fahren wollen. Natürlich jetzt nicht krasse Waldwege. Man kann damit auch schon Waldwege fahren, aber jetzt kein Trail. Ne? Aber für Leute, die damit zur Arbeit wollen, für Leute, die sich ausbauen wollen, für Leute, die was Leichtes suchen, für Wohnmobil, weil das Fahrrad ist halt das Leichteste in seiner Klasse. Was wiegt das ungefähr? Wir sind unter 23 Kilo. Also sehr leicht. Gleiche Rad mit gleicher Ausstattung, anderer Herr, also Alurahmen bis zu 4 bis 5 Kilo schwerer. So, wir haben eine elektrische Schaltung, 14 Gänge. Wer die noch nicht kennt, die ist unkaputtbar, genauso wie eigentlich der Riemen. Die meisten, die diesen Riemen bei dir gekauft haben, haben immer noch den ersten Riemen. Ich habe jetzt, glaube ich, bei 2 Kunden das Ganze ausgetauscht. So sieht's aus. Ich hatte aber jetzt den Fall, letzten Monat hatte ich einen Kunden, Chenoa, 300 Kilometer drauf gehabt, der Riemen war runtergefallen. Haben uns total gewundert, wie kann das passieren? Da hatte irgendjemand, das war ein Lehrer, wahrscheinlich irgendein Schüler oder so, ach so, die Schraube, das ist ja der Riemenspanner, das Ding gelockert gehabt. Ne? Und der hatte ja keine Spannung, dann ist er rausgefahren und der war geknickt. Wir haben es dann repariert. 2 Tage später war der hier, Riemen war gerissen. Warum? Weil er hat einen Knick drin gehabt. Mhm. Das war jetzt der einzige Fall, den ich jetzt hatte. Einer. Aber da wurde auch ja ein bisschen was dran gemacht. Ne? Irgendein Schüler oder so hatte einfach ein paar Schrauben locker gemacht, damit das Ganze war. Dann halte ich mal fest. Ansonsten, Riemen, ja, 10, 12, 13, 14.000 Kilometer schaffst du ohne Probleme mit dem Riemen. Was cool ist, ist, die Schaltung ist verbunden mit dem Display. Das ist bei dem System nämlich noch der Fall. Du hast hier dieses riesen Display mit drin, das du sehr leicht ablesen kannst. Da unten ist, wenn du schaltest, wird dann eingeblendet, in welchem Gang du bist, wie beim Motorrad. Genau, und du hast die vollkommene Kontrolle. Du kannst auch mal. Ich zeig das mal gerade. Mach mal. Du kannst sogar im Stand schalten, er schaltet sogar automatisch an der Ampel zurück. Du kannst sogar eingeben, auf welchen Gang er zurückschalten soll. Genau, zwischen Gang 1 und Gang 6 kann ich wählen und dann schaltet er dann zurück und dann habe ich beim Anfahren dann natürlich auch ein sehr natürliches Fahrverhalten. Der Motor wird dann auch nicht ein bisschen entlastet. Dadurch verbrauche ich auch natürlich weniger Akku.
Bosch Performance CX, sehr leistungsstark. 85, der stärkste von Bosch, auch der aktuellste, große Ritzel, kein Widerstand. Ich komme damit jeden Berg hoch. Wenn ich den Motor ausschalte, fährt er sich natürlich wie ein normales Fahrrad. Natürlich wiegt das Fahrrad ein bisschen mehr wie ein normales Fahrrad, aber ohne Probleme kann ich damit fahren. Ich habe bei dem Rad auch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich will eine Reise machen, ich hätte gerne einen größeren Gepäckträger, kein Problem. Dafür sind die Schrauben hier, beziehungsweise die Bohrungen vorgesehen. Ich kann dann einfach den großen Gepäckträger ohne Probleme dann auch hier montieren mit extra Streben, wo ich dann richtig viel Gepäck mitnehmen kann. Die Ladebuchse, ist das leicht zu laden? Die Ladebuchse ist genau hier vorne. Du kannst es ohne Probleme laden. Also ich muss es halt aufmachen, ne? Dann kannst du halt auch laden. So, und jetzt sieht man auch die Kapazität. Mir, genau, dass die Ladebuchse hier irgendwo gewesen wäre, weil ich finde es einfacher, ohne dass man sich bückt, aber unten. Ja, das hat aber riesen Nachteil, wenn sie da oben ist. Weil du nochmal Weg verlierst mit dem Kabel und viele sind eher am Anschlag drin und unten hast du viel mehr Möglichkeiten, das unterzubringen. Also genau, das ist meine. Und je länger die Kabel sind, ne, desto mehr hast du die Möglichkeit bei der Montage, weil so ein Fahrer in der Montage, dass da einfach was umgeknickt wird etc., hat man bei anderen Herstellern gehabt. Es gibt Vor- und Nachteile. Also das ist nicht immer so zu sehen, dass man sagt, ja, oben ist besser, weil hier unten, das hast du schnell mal reingesteckt. Aber ich weiß, dass nämlich bei unserem E-Auto, was drin ist, da geht es teilweise um jeden Zentimeter, je nachdem, wie weit sie rein und rausgefahren ist, meine Frau. Dann schön finde ich, dass die Bremshegel, die kannst du individuell auch während der Fahrt ohne Werkzeug einstellen. Ja, du kannst die Griffweite einstellen. Ne? Gut, das ist ein bisschen für Druck. Und das ist die Magura CT, ne? Die Cityline von Magura funktioniert wunderbar. Zwei Kolben vorne, hinten. Für den Einsatzzweck reicht der halt. Auch da bitte aufpassen, wenn du die richtig anziehst. Diese Zweikolben-Magura-Anlage ist giftig. Also die bringt dich zum Überschlag. Kann es unter anderem bringen. Also die greift schon ordentlich. Wenn du da wirklich mal voll durchziehst. ABS, kommt das demnächst mal von Simplon? Jein. Also ABS wurde ja von Bosch vorgestellt. Generation 1 ist ja ganz blöd gescheitert, weil du halt hier vorne einen riesen Box hattest. Da gab es halt ein, zwei Hersteller, die das gemacht haben. Aber jetzt Generation 2 ist auch ein bisschen kleiner, ist noch fehl am Platz. Ne? Und es ist natürlich teuer. Ist es dir wert, 1.000 Euro mehr zu zahlen für ein ABS? Kriegen wir natürlich auch rein. Habe ich auch bei manchen Herstellern bestellt. Aber es wird nie der große Markt sein. Wir werden sehen. Also, hier steht's. Das Simplon Full Carbon mit ja. Bosch Performance CX, Luftfeder, allen drum und dran, der ordentlichen Bereifung, nämlich dem Marathon Mondial. Der Schwalbereifen wirklich, der so allroundmäßig ist, dass ich damit im Herbst auch mal durch den Waldweg fahren kann. Da bitte Luftdruck ablassen. Jetzt darfst du was sagen. Kannst du machen, wenn du willst. Aber beim Mondial sind wir 5 Bar. Nein, du wolltest eben noch was sagen. Ich wollte was sagen. Achso, nee, habe ich vergessen. Alles gut. Sehr schön. Da war meine Taktik. Ist meine Taktik ja aufgegangen, ja, dass wir das jetzt haben. Ja, wo kann ich das kaufen? Ihr seid der größte Simplon-Händler der Welt. Ist wirklich so. Ja, gut, den vertreiben wir natürlich nur in 3 Länder, aber ja, so sieht's aus. Und du hast regelmäßig, hast du wirklich hunderte Fahrräder da? Genau, und das waren jetzt auch Räder. Da hat uns Simplon angerufen. Hier, pass mal auf. Wir haben ja Rahmen bestellt gehabt und Bosch natürlich auch. Wegen der Corona-Krise konnten die halt nicht geliefert werden und jetzt habe ich 100 Rahmen oder 150 Rahmen extra bekommen. Würdet ihr die nehmen? Natürlich, habe ich gesagt. Und den Preisvorteil, den wir jetzt haben bei ganz großen Stückzahlen, geben wir natürlich unsere Kunden auch weiter. Und das sind Räder, das haben wir schon vor 3-4 Jahren bei dir auf dem Kanal vorgestellt, das Rad. Dann haben wir immer die Kettenschaltung vorgestellt, haben uns ein paar Kunden drauf hingewiesen und jetzt ja, haben wir die Roloffs wieder reinbekommen in ganz große Stückzahlen und das ist ein Rad, da brauchst du halt nichts zu ändern. Es funktioniert, es ist schön, wie du schon gesagt hast und es ist alles dran, was man will. Und auch hier könnt ihr leasen, das Ganze bei Switchbike Bornemann, 100 Jahre dieses Jahr. Ihr habt über 1500 E-Bikes vorrätig, ihr seid ein Familienunternehmen mit sogar mehreren Mitarbeitern, die bei euch im Familienunternehmen auch arbeiten. Und das Coole ist, man kauft wirklich bei einem Traditionsunternehmen in Gießen. Gießen ist die Schwesterstadt von Marburg. An der Lahn seid ihr? Ganz genau. Alles schon gelernt hier. Wie ist die Telefonnummer denn bei euch? 0641 34 393 oder einfach eine E-Mail an die info@switchbike.de. Das Rad könnt ihr natürlich auch bei uns online bestellen. Ja, ihr habt einen Webshop mit drin. Mittlerweile sieht man auch alle Größen. Bitte einmal klingeln. Dann zeige ich euch mal dieses Kleinod an Klingel. Eine helltönende Wahnsinnsklingel. Tschüss. Schön.